Ja, liebe Handballfreunde, ihr seht bei mir den Peter Ott. Peter ist lange Jahre Schiedsrichter im Handballkreis Aachen. Peter, als erstes darf ich dich fragen, wie siehst du aus der Perspektive den Zusammenschluss zwischen TV und Westwacht? Ich sehe das eigentlich sehr positiv. Ich hoffe auch, dass die beiden Westwacht und TV auch das selber auch so bisher verarbeitet haben. Sie müssen natürlich dranbleiben und alles geht natürlich nur über die Jugendarbeit der HSG Würselen. Und da wünsche ich natürlich dem HC Weiden ganz viel Glück, dass das auch so umgesetzt wird. Peter, dein Heimatverein macht das vorbildlich vor. Ihr macht seit Jahren eine super Jugendarbeit beim BTB Aachen, wozu man nur gratulieren kann. Und ich denke, da kann man sich durchaus ein Beispiel dran nehmen, oder? Ja, denke ich, wir sind in den letzten Jahren oder beziehungsweise das dauert jetzt schon über 15 Jahre an, der Vorreiter. Und ich kann auch jedem Verein nur raten, ganz früh damit anzufangen. Ja, bei uns ging alles nur über die Minis und F-Jugend und dann kann man auch nach oben hin ganz gut arbeiten und das ist unser Erfolgsrezept. Das ist auch ein gutes Rezept, dazu möchten wir euch gratulieren und ja, wir nehmen uns das als Vorbild, weil wir wollen uns ja im Handballkreis Aachen auch nach wie vor messen und da haben wir was aufzuholen, das wissen wir, aber ich denke, wir tun gut daran, das als Vorbild zu nehmen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, Peter, was mir auch am Herzen liegt, weil du bist seit Jahren Schiedsrichter, ohne Schiedsrichter geht es nicht. Wie sieht es denn im Handballkreis Aachen um den Schiedsrichternachwuchs aus? Ja, es sah bis in diesem Jahr ganz schlecht aus, weil immer fallende Zahlen. Wir waren auf 70 Schiedsrichter runter und sind jetzt wieder auf 86, glaube ich. Toll. Da wir 17 neue Schiedsrichter ausgebildet haben, junge Leute. Und da wollen wir jetzt weitermachen, weil man sieht es ja, die Älteren hören irgendwann auf und dann brauchen wir Junge. Ja? Und wir brauchen Vertrauen zu den Jungen, auch wenn die dann mal ab und zu nicht so hundertprozentig regelkundig sind oder sich nicht alles zutrauen bei älteren Spielern, ja, muss man eigentlich denen noch mehr die Chance geben, dass sie nicht direkt wieder nach 3 Spielen aufhören und sagen, nee, das muss ich mir nicht antun. Ja, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Super. Wir haben einen Dennis Schaaf, der sich jetzt speziell darum kümmert, selber noch ein sehr junger Mann, der in der Regionalliga schon pfeift. Und ich glaube, da werden wir ganz viel Spaß noch mit haben. Bin ich mir ganz sicher. Und ich möchte auch den Appell an die Sportler schicken, an die Spieler. Ohne Schiedsrichter geht es nicht. Wir brauchen die Schiedsrichter, damit unser Sport funktioniert und der gegenseitige Respekt. Ich glaube, im Spiel ist ganz wichtig, dass jeder für seine Farben kämpft danach. Und so habe ich es immer gelernt. Shake hands mit den Schiedsrichtern, genau. Mit den Gegenspielern. Und danach sehen wir uns an der Theke wieder. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Appell, oder? Genau, so sehe ich das auch. Peter, ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir noch ein gutes Spiel und danke persönlich an dich und an den Edgar für euren Einsatz. Ihr seid immer wieder da, präsent und im Sinne des Handballsports, ohne euch geht es nicht. Peter, danke dir und toi 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 für dich und alle den BTB.